tu alles, was der Admin sagt. Und warte mal, ich will Admin werden. Votet mich! Denn Freunde, hier kann man heute einen Admin auswählen. Und dieser darf bestimmen, was hier auf dem Server passieren soll. Nun hat Lola gewonnen. Sie ist jetzt Admin vom Server, wie ihr oben rechts erkennen könnt. Und oh mein Gott, sie kann entscheiden, was sie mit uns tun soll. Und sie hat uns jetzt erstmal alle Pflegerechte gegeben. Um einen neuen Admin auszuwählen, müssten wir theoretisch Lola umschnetzeln. Aber dafür müsste ich erstmal wissen, wer Lola ist. Wer ist überhaupt die Admin-Tante? Oh, hier ist sie. Oh mein Gott, moin. Das ist unsere Admin. Okay, und wir können noch gar nichts machen tatsächlich. Und nun hat sie uns Baurechte gegeben. Okay, ich bin mal echt gespannt. So, warte mal. Wir werden uns einfach mal ein Haus bauen, dachte ich mir. Okay, wir bauen uns ein kleines Vitaminehaus. So, wir können natürlich auch wieder Sachen zerstören und... Oh, ja, so. Kann ich eigentlich auch Sachen von anderen Leuten zerstören? Oh, ja. Ich sag mal so, ich kann sein Haus zerstören. Tut mir leid. Oh mein Gott, er hat ein Schwert! Oh, oh. Nee, Leute, ich glaube, jetzt habe ich mich mit dem Falschen angelegt. Okay, aber ich würde sagen, wir bauen mal unser kleines Haus, denn unsere Präsidentin möchte natürlich, dass wir hier uns ordentlich auf dem Server verhalten. Also werden wir das natürlich machen, Freunde. Und lasst jetzt gerne schon mal Daumen nach oben da, wenn ich euer Präsident sein soll. Nicht so ungut, aber ich möchte das TT ehrlich gesagt nicht hier haben. Okay, irgendwie kann ich halt den Block hier in der Mitte abbauen, aber keine Ahnung, was der mir überhaupt bringt. Und hier habe ich einfach einen Button gebaut. Activate, aber der bringt mir jetzt gar nichts so viel, Leute. Ich kann hier echt viel bauen, oha. Ich kann hier richtig cool bauen. Okay, warte mal. Wir bauen jetzt hier eine Plattform. Die Admins können uns natürlich jederzeit die Fliegerechte und alles wegnehmen. Das wäre natürlich dann eher nicht so gut. Aber ich will mir einfach eine fliegende Insel bauen. Was sagt ihr dazu, Freunde? Normalerweise könnten wir eigentlich, glaube ich, gar nicht fliegen. Und unten links seht ihr, wie lange sie noch Admin ist. Und danach wird neu gewählt. Und wir können dann entscheiden, wer der neue und nächste Admin wird. Vielleicht werden wir das ja, Freunde. Aber in der Zeit werde ich hier noch schön ein bisschen was bauen. In der Hoffnung, dass mich keiner griefen wird. So, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Vielleicht können wir auch so ein kleines Hobby machen, Freunde. Oh mein Gott, das wäre echt cool. So, okay, okay, okay. Zack, zack, zack. Wir sind hier richtig, richtig gut am Start gerade. Und ich würde sagen, ein Haus braucht natürlich auch eine Mauer. Wir machen einfach nur vorne das Haus, oder? Okay, Freunde. Sieht gar nicht mal so schlecht aus bis jetzt. Und warte mal, hier kommt schon der Erste oder die Erste in mein Haus hinein. Und ich würde sagen, wir machen mal eine Couch hier hin. So, dann kommt auf jeden Fall noch eine Toilette. Ja, die kommt halt dahin. Das passt schon so, Leute. Okay, sieht gar nicht mal so schlecht aus bis jetzt. Und hey, warte mal, was macht der denn hier? Oh nein, ey, was ist das denn für einer? Oh Mann, Freunde, jetzt fängt der uns hier an zu trollen. Nein, unser schönes Haus, ey. Na warte ab, bis ich Präsident bin. Da werde ich dich auf jeden Fall... Ja, ich werde ihn ins Gefängnis stecken, Leute. Aber ich will mal probieren, kann ich eigentlich hier mit diesen... Oh. Okay, das funktioniert. Mist, Freunde. Naja, damit ist offiziell unser Haus jetzt zerstört. Obwohl, warte mal, irgendwie machen die gar keinen Damage, die TNT-Teile. Activate, activate. Hallo! Okay, Freunde. Naja, egal. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall gleich neu wählen. Und werden dann hoffentlich der Administrator. Warte mal, was ist eigentlich, wenn ich sie irgendwie versuche umzuschnetzeln? Warte mal, mit Spikes. Und? Warte mal, funktioniert das, Freunde? Und? Ja! Warte mal, yo! Ich habe sie umgeschnetzelt. Aber, warte mal, war das? Wir haben den Admin umgeschnitzelt. Oh, oh, Freunde. Yo, wir haben den Admin umgeschnitzelt. Durft jetzt wählen. Und ich habe einfach mal gesagt, votet mich, Freunde, denn ich will der nächste Admin werden. Und warte mal, ey, yo, wie cool, Alter. Warte mal, die Map sieht halt mega krass irgendwie aus. Irgendwie, warte mal, das war mein Haus? Und ich bin der Administrator. Ich habe 8 Minuten Zeit, jetzt hier irgendwas Lustiges anzustellen. Und wir können einfach mal Help in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir tun erstmal jeden Unfly geben, dass keiner mehr fliegen kann. Und natürlich Fix All, Freunde. Das kann ja nicht sein. Ich will natürlich fliegen können. Ha, was sagt ihr jetzt dazu, hä? Ihr habt wohl keine Chance mehr. Okay, ich habe auf jeden Fall ein Schwert und du wirst auf jeden Fall Baum geschnetzelt. Das ist die Rache von vorhin. Okay, und warte mal. Freunde, warte mal. Clone All und... guckt euch das mal an. Clone Vitamine Roblox 100. Okay,
Ich habe jetzt hier einen Klon erstellt von mir. Cool. Jetzt verstehe ich auch, was oben dieses Aluminium bedeutet. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier so einen Block umschnetze? Kriege ich dann noch mehr Aluminium? Cool. Okay, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall zu riesen stark, Freunde. Und warte mal, wo ist eigentlich dieser Typ hier? Der ist das, der mich geärgert hat. Und bam, ich bin euer Präsident. Ich darf hier entscheiden, was hier passieren wird. Und ich würde sagen, B-Tools all. Damit kann jeder nämlich bauen, so wie ich hier. So, ihr dürft natürlich bauen. Keine Sorge, jeder darf hier bauen. Was ist eigentlich eine Tunnelgun? Okay, Freunde. Oh mein Gott, warte mal. Wie cool ist das denn? Wir können jetzt hier Bubus teleporten. Das ist einfach eine Teleportgun. Okay, wie cool, Freunde. Und guckt euch das mal an. Warte mal, ich kann hier einfach alle teleportieren. So, ins Unendliche. Okay, Freunde. Und ich habe erst erstmal alles zerstört, Freunde. Alter, wie sieht das denn mit hier aus? Jeder hat diese Gun. Damit, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und ich würde sagen, um das erstmal zu unterbinden, werden wir jeden hier umschnitzeln, der so eine komische Gun hat. So, reicht mir. Und ey, wer ist denn das? Hier wird nicht mehr rumgeschossen mit den Teilen. Jetzt ist aber gut hier. Okay, Freunde. Was ist eigentlich, wenn wir Gravity machen? Was passiert dann? Okay, Freunde. Irgendwie, manche Teile funktionieren gar nicht. Aber ich würde sagen, warte mal, wir sind noch eine Minute. Auf jeden Fall. So, ich würde sagen, Fly Me. Wie wäre es, wenn wir einen Parcours bauen? Und zwar brauchen wir dafür erstmal wieder normale Blöcke. So, hier haben wir normale Blöcke, Freunde. Und damit können wir auf jeden Fall einen coolen Parcours bauen. Warte mal, wir machen was Cooles. Ein Spikes. So, okay. Dann wieder einen Zylinder. Oh mein Gott, wir machen einfach so ein Jump'n'Run. Was? Oh. Okay, das hat nicht gehalten. Okay, das hält tatsächlich auch nicht. Aber, Freunde, wir können hier so lustige Blöcke bauen. So, warte mal, ich würde sagen, dann machen wir den hier. So, ja, sieht gut aus. Okay, weiter geht es. Und, naja, es muss schon zumindest halten, so ein bisschen, oder? Aber ich bin ganz zufrieden hier. Guckt euch das mal an, einfach so ein komisches Jump'n'Run gebaut. Wir machen hier noch, ja, so eine Blöcke, die man dann nach oben klettern kann. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, okay. Und ich würde sagen, hier ist die goldene Toilette, die man erreichen muss. Ist ein bisschen falsch rum. So ist, glaube ich, die Toilette richtig. Und wenn man die Toilette erreicht, dann hat man sie erreicht. Also das ist alles, ehrlich gesagt. Wow. Ich würde sagen, wir machen mal Kill. Oh mein. Freunde, ich habe mich eliminiert. Nein! Dadurch wird ein neuer Präsident Admin gesucht. Und ich warte mal, Lola has Dogs? Mache Rublock hier great again. Ich wähle einfach Vitamine. Ich glaube, der kann's gut. Was ist eigentlich mit seiner Toilette? Schaut euch das mal an. Ich springe einfach über die Toilette. Und bam. Oh mein Gott, okay. Oh. Ich bin schon wieder Präsident geworden. Krass, oder? Okay, Freunde. Nachdem man das geschafft hat auf die Toilette, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was wir machen sollen. Ich würde gerne hier weiterbauen, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Okay, warte mal. Wir brauchen einen Fernseher. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber, warte mal. Okay, wir müssen erstmal was finden, was hier irgendwie so ein bisschen dran erhält. Okay, warte mal. Diese Blöcke hier halten leider nicht. So, und wenn ich die wegmache, dann jumpen die gleich weg. Das ist doof, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier uns eine neue Zack, zack, zack. Neue Ebene. So, das kann weg. Und dadurch kommt man hier hin. Oh mein Gott, Freunde. Wir werden auf jeden Fall gleich mal ein Jump'n'Run mit den Leuten machen. Ich gucke mal, ob die das schaffen werden. So, wir haben auf jeden Fall noch genug Aluminium. Das sollte auf jeden Fall passen, denke ich. Und warte mal, hier kann man sogar Pistons aus Minecraft nehmen. Oha! Warte mal, was wäre, wenn ich diesen Block aktiviere? Hä? Wie cool! Oh mein Gott, Freunde, guck mal, ich kann sogar Blöcke einfärben. Okay, warte mal, das ist echt cool. Deswegen würde ich sagen, so, wir machen hier auf jeden Fall alle erstmal gelb. Okay, okay, okay. Warte mal, die Toilette machen wir rot. So, bitteschön. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus, Freunde. So, die Spikes auch rot, wenn das geht. Warte mal, so, okay, damit die auf jeden Fall gesehen werden. Und ey, Klon.
Victor, hallo, du gehörst hier nicht hin, Mann. Okay, bis jetzt sieht's richtig gut aus, Freunde. So, ich bin mal gespannt, ob das dann jemand schaffen wird. Und vor allen Dingen, ob sich jemand trauen würde. Und oh mein Gott, warte mal, die ersten fangen hier schon bei dem Parcours an. Und ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, warte mal, wir deaktivieren das, weil das müssen die selber herausfinden. Und hier bauen wir eine versteckte Tür hinein. Okay, das muss man natürlich herausfinden. So, warte mal, können wir eigentlich wieder weiß nehmen? So, okay, warte mal. Ah, okay, wir bauen jetzt mit gelb weiter. Egal. So, wir machen hier alles gelb und so, damit man weiterkommt, muss man natürlich ein bisschen schlau sein. Aber ich denke, Freunde, das werden die auf jeden Fall sein. Deswegen würde ich sagen, bauen wir das hier easy mal fertig. So, okay. Ich bin mal echt gespannt, ob die Leute dann das herausfinden werden, wie der richtige Weg ist oder was man hier überhaupt tun muss. Und Mist, ich bin nur noch 2 Minuten der Admin. Wir sollten uns langsam ein bisschen beeilen, Freunde. Okay, aber ansonsten sieht es bis jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Okay, das geht dann halt alles hier weiter. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt hier mal mit Hellblau weiter. Das sieht ein bisschen besser aus. Wir können nämlich nicht nur die ganze Zeit mit einbauen. Und ich würde sagen, wir machen mal hier ein bisschen Eis hinein. Denn es soll ja auch ein bisschen schwieriger sein. Und um das alles nochmal ein bisschen schwieriger zu machen, machen wir zwischen dem Eis noch ein paar Lücken. Oh mein Gott. Und natürlich, ist ja wohl logisch, kommen noch ein paar spitze Winkel. Das nennt man auch Spikes, ehrlich gesagt. Also hier würde ich ehrlich gesagt ein bisschen aufpassen an deren Stelle. Denn diese Spikes können echt gefährlich werden. Okay, das haben wir gut gemacht. So, warte mal, hier haben wir... Oh mein Gott, warte mal. Alter, hier kommt so ein ganz, ganz dünnes Seil. Oh mein Gott, okay, da bin ich auch mal gespannt, ob das jemand schaffen wird. Es gibt sogar Raketen, okay, nice. Aber ich würde sagen, es geht weiter, Freunde. Und das Problem ist, ich muss hoffentlich gleich wieder Admin werden, weil sonst habe ich ein anderes Problem. Denn ich glaube, nochmal werde ich nicht gewählt. Aber ehrlich gesagt, möchte ich die alle meinen Parcours machen lassen. Hey, ich habe den nicht umsonst gebaut. Okay, warte mal, hier springt man dann hoch. Wie hoch springt man eigentlich? Und hallo? Warte mal, also so richtig funktioniert tut das jetzt irgendwie hier nicht, oder? Okay, Freunde, ich mache jetzt noch einen kleinen Mini-Parcours. Den muss man natürlich auch noch bestehen. Und da sind es natürlich alles nur kleine Blöcke, die man langlaufen muss. Ich bin mal gespannt, Freunde, ob man das goldene Klo erreicht. Denn ja, mein Ziel ist es, das goldene Klo zu erreichen. Zumindest nicht mein Ziel. Also wer gewinnen will, muss das Vitamine goldene Klo erreichen. Aber wo es sein wird, weiß ich selber noch nicht so ganz. Aber bis jetzt kommen wir gut voran, Freunde. Und wo ist denn das jetzt? Okay, hält bis jetzt alles. Ich weiß natürlich nur nicht, wie lange. Oh mein Gott, das sieht so komisch aus hier. Und warte mal, hier ist eine Rakete. Was kann ich eigentlich mit der Rakete machen? So, warte mal, wir testen es aus. Und kann ich die irgendwie bedienen? Und ja, sie fängt an zu starten, aber... goodbye. Warte mal, wo fliegt denn die hin? Warte mal. Hey, wo geht's denn? Oh Mann, ey. Okay, Freunde, probieren wir das nochmal mit der Feder aus. Okay, mal gucken, ob das jetzt funktioniert irgendwie. Naja, so richtig ehrlich gesagt nicht, ey. Ich wollte eigentlich so richtig hochspringen. Hey! Freunde, was ist das denn für eine Feder, ey? Die Feder funktioniert überhaupt nicht. Okay, ich würde einfach sagen, wir machen hier draus jetzt unseren Raum, unser Gewinnerraum. So, hier, den muss man erreichen, um zu gewinnen. Und ich denke, Freunde, wenn man das erreicht hat, dann ist man ein echter Profi, was ein Jump'n'Run angeht. Und man hat mein Vitamine Admin sein gewonnen. Übrigens, der Gewinner wird Admin. Okay, Freunde, ich habe hier auf jeden Fall geschrieben, Next Admin. Und ja, einfach nur hier hinkommen. Ist leichter gesagt als getan. Und natürlich müssen wir auch irgendwie starten, Freunde. Und da würde ich sagen, fangen wir direkt mal an und ich weiß auch schon wie. Wir können mich gleich alle teleportieren, Freunde. So, dafür werde ich hier kurz eine Mauer ziehen und dann können die nämlich nicht mehr abhauen. Das ist eine gute Idee, Freunde. So, wir bauen das mal hier kurz zu, dass sie hier nicht mehr rüberspringen können. Und danach geht es auch schon los, Freunde. So, ich würde sagen, boom, Teleport. Ich würde sagen, Teleport all. Jetzt, So, und jetzt macht ihr lieber das Parcours hier oder ihr werdet auf jeden Fall kein Stückchen Admin bekommen. Okay, Freunde, es gibt noch einen ersten Platz und... Okay, noch ist er oben und sitzt auf der Toilette. Nice, nice, nice. Okay, er ist gut dabei und... Oh nein. Okay, warte mal, wir machen hier mal so ein kleines Loch, dass die hier easy reinkommen. Denn ich meine, manche wollen es auf jeden Fall trotzdem schaffen. Und es geht weiter, Freunde, nächste Runde. Okay, ich bin mal gespannt. Werden sie es schaffen auf die goldene Toilette dort oben? Let's go. Okay, er ist sehr, sehr gut hier.
Und was macht er? Ja, er weiß es und... Okay, Freunde? Er ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Er wird jetzt hier durchfallen. Warte mal. Oh. Nein! Freunde, das hätte verbunden werden sollen. Mist, ey. Okay, ich würde sagen, da nicht mehr so lange Zeit ist. Wer auf dem Stuhl sitzt, hat gewonnen. Und ist der nächste Admin. Oh, Mann, ey. Okay, Freunde, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen alles kürzer gemacht. Sie müssen jetzt nur noch auf den Stuhl sitzen. Wer schafft, wird der nächste Admin sein. Oh mein Gott, zumindest vote ich ihn zum Admin. Eine Minute ist noch Zeit. Und ich glaube, Freunde, es könnte gleich der Internet-Explorer sein. Oh mein Gott. Okay. Wird er es schaffen oder wird er an den Spikes scheitern? Ich bin mal so gespannt. Aber Freunde, es sieht gut aus und... Yeah! Internet Explorer! Ich mach dich einfach zum nächsten Admin, ja? Yeah, sagt er. Und um das alles noch zu beschleunigen, mache ich einfach mal Kill All. Und jetzt können wir nämlich den Internet Explorer voten. Das ist der Xbox Among Us, mein. Und ich würde sagen, ich glaube, er wird auf jeden Fall dran werden. Denn, Freunde, ich habe nämlich die doppelte Vote-Kraft. Also hoffe ich natürlich, dass er Admin wird. Oh Mann, das wäre so cool. Und yeah, er ist Admin geworden. Viel Spaß damit. Und Freunde, wenn du auch mal Admin gegen mich werden sein möchtest, dann lass jetzt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren, um können und können Videos mit zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.